Ohne den NPC werden wir verloren. So. Na so, wie der die bis jetzt schon wieder hingelegt hat. Und da besiegst du ihn für mich. Na, willst du jetzt die Fackel tragen, oder? Warte, lass nicht, mach erstmal die Tür auf. Ja, ich habe jetzt sehr schnell mit die Fackel genommen. Das hat wehgetan. Ich hoffe, die kommt dann mit dann runter. Und verreckt nicht auf einem halben Wege. Lass mich noch einmal auf die Leiter. Wie? Lass mich nicht auf die Leiter. Weil die drauf wollte. Ja. Na, das ist ja gut so. Du hast eine Spinne übersehen, Tja. Ja, ich juck mich nicht drum. Die greift mich nicht an. Na, ah, da sieht man wieder gar nichts, wenn du die setzt. Willst du die nicht lieber für den Boss aufheben? Das ist doch so grau. Und die hat überlebt, die Spinne. Überlebt. Ja. Und wer ist das? Ist das ein Player? Oh, ein Havel. Sollte man so ein Havels-Dude holen? I don't know. Oder wollen wir es mal allein zu dritt versuchen? Man kann doch zu fit sein. Deswegen ist es ja. Darum frage ich, ob man den holen soll. Entscheidend zwischen den Boyd. Das ein Arsch ist, oder von Havels Dude, der bei dem Fight sich jetzt ein Arsch sein wird. Ja, ich glaube, der ist timed out. Wie timed out? Ja, denn der ist verschwunden. Soll man wirklich einen Ascherite Boyd nehmen? Der lenkt die wenigstens ab. Ja. Ach, holen wir ihn einfach. So, mit zwei NPCs gegen das Spinnenviech. Mit zwei Gesichtern. Ja. Mal schauen, was sie da in den Raum gesetzt haben. Ja, da hinten rein, meinst du? Ja. Da, wo normalerweise Vengal ist. Ja. Ja, das würde mich auch interessieren. Aber der zweite Boss nach 18 Minuten. Der erste ist mal kein Boss. Na, das ist ja. Aber Gott sei Dank ist nicht so viel Spinnen wie in dem Film da. Ich finde es so erbärmlich. Die ganzen Spinnen greifen nicht an. Weil ich die Fackel hab. Dann machen wir sie mal weg. Na, das ist der Boss, gegen den wir kämpfen. Na, ich komm mal lieber rüber zu dir. Alter. Ist auf dich so zu drehen. Und da ist der Kopf. No, da renne ich voll rein. Ich wollte jetzt schon sagen, die hüpft auf uns. Ja.
Ach, wolle nicht. Na, wir haben sie. Och Mann, ey, die hat nur noch einen Kopf. Ich hab dich kennen hier. Aber wir haben den Kopf abgeschlagen. Guck, da ist er. Kann man schon mal ein Level hoch machen. Ich glaube sogar, sie sind zwei. Ja, und jetzt hat man den hier Seele bekommen. Von den Dukes, der Freya. Was ist? Kommen sie mit gleich ein Plus machen. Jetzt gleich hinterher. Du musst halt das Bonfire dann holen. Das zweite, ich glaube auch. Na, da haben wir auch so einen Knabe. Nun, ein Duftzweig. No. Na, da ist mal gar nichts drin. Nur das Leuchtfeuer. Ja, und stimmt, das ist der letzte große Boss. Da kommt das hässliche Viech. Aelda. Echt welche? Ah, die Claymo. Na, vielleicht bräuchte sie mehr auf Stärke und so. Nee, für an sich für eine andere Waffe. Na, keiner will wissen, was der zu sagen hat. Lass mich ans Leuchtfeuer sitzen. Na, sogar eine Trophäe gekriegt. Und jetzt ab zurück. Ja, die Claymore plus 10, die macht nicht so viel Damage wie der Zweihänder. Dann darf ich gar nicht viel häufiger schlagen. Das finde ich ist der Vorteil. Claymore plus 6 hat 5 Damage weniger, zweihändig. Mit drei Strength zu wenig. Na, bei halten wir mal die alle Seelen. Was ist? Machst du wie. Claymore hat mir fehlen noch 3 Sterne. Ja. Plus 6 macht 5 Damage weniger als das Gucci. Na, machen wir hoch auf 40 Wille. Du mal wieder da unsere Sperre hinsetzen. Und die Wucht einfach. Weil es Spaß macht. Also wieder erstes Bonfire. Ja. Ne, das war. Da. Ja, ich hol mir danach noch das zweite Bonfire da. Ja, musst du ja sogar. Ganz einfach haben wir es so. Ja. Und wenn wir es dann auf NG Plus machen, wollen wir dann nur durchrennen oder wie? Würde ich sagen. Nur durchrennen. Das ist auch ungefähr da, wo ich habe. Ja, da oben. Hast du auch den Ding an? Ja, das habe ich. Ich sehe jetzt gerade down. Na, das braucht manchmal ein bisschen Zeit. Oder was hast du für ein Soul Memory? 2.100.008. Ich habe 2,4 Millionen. Also müssten wir noch gut drin sein. Ich glaube, wir sind noch gut im Range.
Jetzt ist es da. Ja, wenn wir mit dem gleichen Tempo vorankommen, schaffen wir es ja noch, doch noch, ein Spiel heute durchzukommen. Schon irgendwie. Zumindest ohne DLCs. Ja. Ah, du hast Creighton getötet. Ja, beißen wir. Bei mir hat's Creighton immer noch. Ja. Lass uns doch erstmal damit reingehen. Wo meinst du mit nein? Da nein. Ja. Zahnbrocken. Na, da gibt's eine Fackel zum Anzünden. Da braucht man die. Mach da einfach an. Na, da musst du drüber hüpfen. Na, der Viech ist schon tot. Welches? Wo sind da all die Gegner? Na, davon ist was. Oder sind die alle im Haus? Weil ich weiß, da waren mal mehr rumliegend. Hat seine Stimme. Wo? Da kommt das auf uns zu. Ah, du meinst das Viech? Ja. Wenn du sagst die oben, dann... Du meinst die an der Wand da? Ja. Jetzt halt da gelassen. Ich hab's ja da gelassen. Ich bekämpf schon mal die Bauern. Mach das. Na, jetzt bewegen sie sich. Jetzt kommen sie alle. Nachdem ich einen Kumpel von denen kaputt gemacht habe. Kannst du mich mal heilen? Ja. Wo bist du? Bei der Fackel. Na, ich habe halt nur drei Healy Spells. No Mann, ich kann nicht öffnen für dich. Haben sie besser gemacht bei Bloodborne? Ja. Das ist auf der anderen Seite, oder? Ne, ich glaube nicht. Und später muss man trotzdem nochmal hier daher hingehen, wenn man die eine Waffe haben will. Großschwert des Schwarzen Ritters. Mach du die Fackel an. Und das Item hier nicht vergessen. Welches? Da gibt es eins hinter der Bank.